Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbstmord. Oh Mann, heute Alter, das präsentieren wir Ihnen. Damit wird das aber nichts mit dem Selbstmord. Heute präsentieren wir Ihnen erstklassige Blutspritzer auf Frontlichtern. Oder wir schlagen heute hart von hinten zu, wie wir es angekündigt haben. Ja. Richtig dick von hinten. Hast du ja wieder das beste Auto geholt, ey. Der beste Karre, wo gibt, Alter. Guck mal, wie der abgeht. Guck mal, wie der abgeht. Fast so wie das Auto von meiner Oma, die kein Auto hatte. Nee, quasi nicht gesehen, da bin ich sauber durchgekommen. Butter! Butter! Wir sind gut, sich das Jürgen noch an und versuchen das, Alter. What is this shit, man? Naja, Jürgen wird denken, sein Adam ist kleiner, das passt da durch. Der guckt eh nicht. Das ist sein Fehler. Du schickst ihm das, oder? Ja. So, wir fahren zu HS. Damit mal schöne Grüße an, auch an Jürgen, den Geisterfahrer. Hallo Jürgen, schöne Grüße. Jag dein Auto nicht so oft in die Zäune. Geisterfahrer. Lass die Fensterscheiben immer schön oben, wenn du aussteigst. Insider, musst du nicht wissen. Ich hab das nur mit dem Böller gekannt. An Silvester. Warte. Oh nee, ist nicht wahr, oder? Ist so ein Spast. Warum markierst du es hier nicht einfach? Weil ich cool bin. Ach so. Du bist zu cool für das GPS. Oh. Miau. Und deswegen fährt er. U-Turn. Ein Serrano-Schinken. Badum. Sorry. Wir könnten ja mal einen kleinen hier gebrauchen. Lass uns eine Nutte holen. Da hebt man sich. Ja, klar. Was meinst du, wofür der Scheiß da ist? Zur Belustigung? Also zumindest war das bei San Andreas so. Bei San Andreas war es zu bleiben da. Und bei GTA San Andreas online so, auf Roleplay-Servern zumindest, hatte man dadurch mal 120% Gesundheit. Ja, gönn dir, ne? Gönn dir. Existiert der eigentlich noch? Wie heißt er denn? Der heißt, RGN. Ich glaube, es gab zwei, aber der andere hat dann wieder zugemacht. Die haben sich aufgesplittet. Revival Gaming hat sich aufgesplittet? Nein, German Roleplay hatte sich... Das hat sich aufgesplittet. Und das, dem anderen einen German Roleplay ist dann Revival Gaming Network geworden. Genau. Genau. Und das existiert, glaube ich, bis heute. Die haben sich umbenannt, weil Antivirus sie verklagt hat oder so. Angeblich. Aber der hat ja sowieso kleine Eier. Psst, das sagt man nicht. Aber du sagst das 100.000 Mal im GTA Online Let's Play, da gibt es demnächst einen Counter zu. Es lohnt sich nur über mehrere Folgen mit dem Counter. Ach, der Champagne-Counter war ganz geil. Champagne! Hier kommt auch einer hin. Nein. So, wir schlagen hart zu, habe ich gehört. Ich muss erstmal hinfahren. Nee, ja, ist total leise. Ich glaube einen Bugstars Transporter. Was ist eigentlich Bugstars? Ach da, Bugstars. Was steht denn da? Pest-Control. Ach, Bugstars. Käfer. Sterne. Käfersterne. Ja, so muss das sein. Stell erstmal die Steuerung um, ey. Hä, wo war denn das? Steuerungstyp? Ich probier das mal aus. We don't got any appointments for 6 weeks. Here's my personal number in case there's an emergency. That work? Guaranteed.
In 2 weeks time they're calling up, fights all over them, kids crying, there will. Okay, das ist ein bisschen für'n Arsch hier, Leute. Ich hab nicht mal einen Unterschied gemerkt. Ah, guck mal da! Ja, dann macht die Steuerung wieder zurück, Alter. Geht ja klassisch und Standard. Ach, Gott sei Dank. He's crazy, call 911! Das war vielleicht eine scheiß Idee! Ja. Security, Security! War halt. Los! Hey, das war gut. Abgesehen davon, dass du die Cops am Arsch hast, aber das war gut. Die Cops hatte ich bei meinem bei meinem Auftritt auch am Arsch. So, die Cops können Schotterpiste fahren. Oh, tun sie nicht. Wenn du Glück hast, was ist sie los? Oder auch nicht? Nicht mit einem Bugstars Controller. Ich hab ja gehofft, dass sie sich kaputt eiern jetzt. Bin ich ehrlich. Ja. Das war wohl nix. Ja, aber vielleicht, wenn du sie irgendwie so ein bisschen auf. Alter. Die sind ganz schön aggressiv, die Cops. Ach du Scheiße. Ich muss abkürzen. Dazu muss ich dir nachher mein Video zeigen. Zu was? Zu der Aktion eben. Mit Zäunen? Hm. Naja, nicht direkt mit Zäunen, aber so ähnlich. Hast du, glaube ich, auf Facebook geteilt. Ja, stimmt. Nett, nett. Ich musste mal wenden. Alter, wie schnell sind die denn? Oh, Scheiße. Wäre ich doch gleich links abgewogen. Hey, aber aus 3 macht 2. Oh, das ist jetzt ganz schön affig. Warte, du bist los. Oder auch nicht. Doch, doch. Oh! Scheiße. Okay. Ja, das könnte gehen. Das geht sogar. Das geht? Nee, er hat mich im Kopf gesehen. Nee, aber der ist blöd. Alter, du hast es. Weil ich's kann. Sief, Digga. Der schöne Kompaktwagen. Ich kann das erklären. Wir müssen sowieso in die Richtung fahren, daher ist das ganz praktisch. Stopp, 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 stopp! Nicht das! Stopp! Hallo! Das Dämliche ist, die kommen auch in den Tunnel, ne? Wenn du Pech hast. La Mesa. Erinnert mich an Black Mesa. Ja, mich auch. Auch vom Setting her. Bugstars. Der kommt runter. Ah, schnell, Luca, sie kommen hinterher. Okay, jetzt nicht mehr. Was für Popo-Piraten, Alter. Ja? Ah, lol. Ich hab doch gesagt, wir müssen hier sowieso in die Ecke. Das war nice. Ah, das war scheiße gedriftet jetzt. Ja, mit so einem Transport, das ist nicht ganz so einfach. Jolo. Sief, Digga, sief. So, kannst du mal sehen. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, holen wir uns das andere Ding auch gleich. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Deine Drawn-Together-Schachtel stützt das Holzbrett. Ja, ich weiß. Ich habe so einen provisorischen Schreibtisch. Und, Wo jetzt noch eine zweite Lage draufgepackt hat. Die, liegt eigentlich auf der anderen Seite. South Park? Ne, auf der anderen Seite liegt Magic's Music Maker. Hey, Lester. We got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Stimmt. Es geht um den Juwelierraub. Ich habe mich für die Schleichmethode. Come on, bro. Time to move. Das war sehr schlau. Für die habe ich mich auch entschieden. Also im Prinzip kann man das so erklären, nochmal rückführend. Wir holen uns einen Schädlingsbekämpfungswagen und tarnen uns als Schädlingsbekämpfer. Leiten Betäubungsgas über die Klimaanlage in den Juwelierladen und
rauben dann einfach alles aus. So muss das. Was ist denn jetzt das H? Das Schädlingsbekämpfungsgas, was wir klauen sollen. Achso. Das ist ja cool. Die Karre ist schon mal ein bisschen schneller. Oder gibst du sogar Vollgas? Ich gebe Vollgas. Um Gottes Willen. Ich hab nichts gesagt. Das ist eine erste Robe, oder? Weiß ich nicht. Drück mal runter. Siehst du es doch. Jo! Das ist eine erste Robe. You fucking dick! Klau den Humanitären-Transporter. Kannst du dich davor stellen? Nein! Ich hätte versucht, mich davor zu stellen. Start the vehicle! You're starting to piss me off! Hätten der an? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, du tust dir gerade selber keinen Gefallen, weil mit dem Ding musst du noch abhauen. Nee, stand ich soll den Transporter zerstören. Ah! Halt deine Fresse! Der hat eine Schrot! Ja! YOLO! Schrot Flintina, Alter, hat er. Der ist kaputt. Wenn du Glück hast. Na, du hast kein Glück. Alter. Helfen mir die Bullen, um die Ecke zu kommen. Digga! Das ist gerade ziemlich unsief, ne? Dachte ich mir auch gerade so. Nimm die Schrot. Mäh! 1000? Reich mir mal meine Coke. Danke. Die hier? Ja. Michael ist tot. Schönen Dank. Entschuldigung, ich musste einfach mal sterben. Jetzt zeige ich dir mal, wie das ein richtiger Siefmaster macht. Du willst auch nur den Schwanz und den Typen lutschen, hey, dass ihn steuert. Ja. Möchte ich. You got lucky, buddy. Alter. Verkehrschaos auf der A7. Oh, das Auto ist kaputt. Ich kann nicht mehr schnell fahren. Aber sowas kriege ich auch äußerst selten, dass ein Auto so im Arsch ist, dass es nicht mehr schnell fahren kann. Nein! Weißt du, wie das geht? So geht ich, das. Ich muss eine Taste drücken. Man kann das auch ohne Gewalt lösen. So. What the fuck, warum ist da hinten ein Heli? Ah, das ist hin und wieder mal so, aber die suchen nicht nach dir. Die werden aber nach mir suchen, wenn ich in deren Radius komme. Deswegen bitte ich euch schnell abzuhauen. Weil die fliegen in die richtige Richtung schon mal. Ich bräuchte hier nur stehen bleiben, ich Vollidiot, ne? Nee, doch nicht. Dann kommt ja auch jemand. Übrigens die Skype-Geräusche, ne? Welche Skype-Geräusche? Unprofessionell. Ich höre gerade, jetzt habe ich auch was gehört. Ausnahmsweise. 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 Das kommt davon, wenn man famous. Ja, ja. Schlimm ist das. Aber ich kenne das auch. Nein, ich kenne das nicht. Get out the fucking way. So, wir sind gleich da. Du schreibst jetzt nicht zurück, du Spast. Nee, ich hab nur mal geguckt. So, du hast jetzt unterwegs wirklich abgerissen vorhin. Okay. Wir sind gleich da. Ah, sehr geil. Super geil. Wie weit hast du eigentlich schon gespielt in deinem Spielstand? Ein bisschen weiter. Okay. So macht man das.
Hey, Lest. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Gott, die Steuerung, ne? Stell's aber um, wenn's dir nicht passt. Nee, ich komm schon mit klar. Der Juwelenraub. Es ist soweit. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple. Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Ich hoffe, du hast immer die teuersten Frank, benutzt, you're with ne? Die mit den höchsten Frank, Anteilen. Nein, ich hoffe, du kannst manage the truck with the bike. Ich wollte es ja spannend machen. Eddie, Norm, you got the van. Ich muss mal immer noch mal gucken, ob das Mikrofon noch läuft. Weil ich mute mich manchmal, damit ich hier dem Spasti mal einen runterhauen kann. Natürlich nur deswegen. Ah, geil! See you on a little Portolo, people. Initials only from here. Lol. Dazu sage ich jetzt nichts. See you on a little Portolo, people. Initials only from here on out. Waiting on you, kid. Steig rein, steig rein, steig rein. Begib dich zum Juwelier. So, jetzt wird's mal spannend hier. Aber wir könnten natürlich auch ein bisschen Spannung reinbringen, indem wir die nächste Folge anfangen. Aber natürlich. Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. So you cut corners on the quality of the crew, huh? I allocated resources the way I saw fit, okay? How's that? The driver's capable. The others, not so much. So, that's like what? Gunman and hacker? Yeah, the getaway should be fine, but we gotta hope these two hold it together during the robbery. Okay, das noch zum Abschluss der Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss!